Morgen, es ist Montagmorgen und eine neue Arbeitswoche beginnt. Und es ist so krasses Wetter, es schneit. Es schneit, es schneit, und dann aus dem Haus. Heftig, ich dachte irgendwie ehrlich gesagt, dass der Winter vorbei ist. Jetzt schneit es hier voll krass. Ich habe überhaupt nicht so krasse Wintersachen mitgenommen. Das ist mein einziger Mantel, den ich mitgenommen habe, weil ich nichts mehr mitnehmen konnte in einem Koffer. Und ich habe auch nicht wirklich so Unterschuhe. Ich trage jetzt hier meine Sneaker. Okay. Ja, wir fahren zum Büro. Dann haben wir heute unser erstes Casting in Anführungsstrichen, weil wir jetzt hier nach neuen Mitarbeitern suchen oder nach einer Person, die uns unterstützen kann bei Our Clean Journey und vielleicht auch für mich. Und dann geht das geht den ganzen Tag lang und dann gehen wir später noch zum Sport. Und ja, das war es eigentlich so für heute. Ich filme bestimmt später nochmal, weil jetzt war die erstmal Fieber und oh, der Schnee. Scheiße, ich habe gar keinen Bock mehr auf Winter. Guten Morgen, Lieben. Ich habe vorhin mich ja schon mal gemeldet. Mittlerweile haben wir die ersten vier Interviews hinter uns. Sind wieder im Office und hatten, ja, vier waren es jetzt, oder? Fünf. Vier oder fünf Bewerbungsgespräche. Und es ist so komisch, Bewerbungsgespräche zu führen, weil wir selber eigentlich noch fast gleich alt sind mit den meisten. Aber es ist auch echt mal interessant. Und ich esse hier gerade einen veganen Cranberry Almond Cookie, den hat uns die Sophie, ne, ist sie, mitgebracht, die erste. Das war so lieb, also schon mal Hammer Eindruck, ja, das ist schon mal sehr gut. Könnt ihr euch merken, wenn ihr nicht ganz, also das kann man natürlich nicht bei, sag ich mal, in Anführungsstrichen professionellen Forschungsgesprächen, passt das halt eher nicht, aber zu uns passt sowas perfekt. Ja, da haben wir uns sehr gefreut drüber, das schmeckt auch wirklich gut. Muss auch mal probieren. Und ja, aber auch die anderen waren super nett, bis jetzt waren es echt gute Gespräche dabei. Findet ihr das eigentlich auch immer störend, dass die Luise immer redet, wenn sie was im Mund hat, bei den Das mache ich nie. Doch. Zweimal oder so. Nein, nein. Könnt ihr gerne kommentieren. Ja. Oder auch nicht. Whatever. Keine. Hast schon mal einen. Oh mein Gott. Julia hat einen Geschmacks. Nee, sehr cool auf jeden Fall. Mein Video lädt gerade hoch. Das geht dann heute Abend online. Yes! Wie geil ist das bitte, dass das mal echt funktioniert? Bin sehr stolz auf mich, ja? Und auf das Internet hier vor allem. Es ist so ein Chaos, es ist so schlechtes Wetter, es ist so heftig, es hat so krass geschneit und es hat nichts geräumt, die ganzen Straßen, deswegen brauchen die gerade ein bisschen länger her. Aber ich bin mal gespannt, wie viele kommen jetzt nochmal? Nochmal so 4, 5, ne? 6. Oh, krass, oh Gott, ja, wir sind echt, also. Bin echt mal gespannt, was da noch so kommt. Bis jetzt war es echt schon gut. Wir sind dann am Überlegen, ob wir nicht so für verschiedene Bereiche, da kommt schon die nächste. Also, ich melde mich später noch. Tschüss. So, ihr Lieben, mein langer, erfolgreicher Arbeitstag geht zu Ende. Es ist mittlerweile 8 Uhr abends. Wir waren heute echt. Ach, das ist. Schon später? Warte. Es ist 10. Was? Ernsthaft jetzt? Es ist 10 Uhr. Oh. 5. Okay, gut, dass ich gesagt habe. Okay. Deswegen fragst du auch gerade morgen um 7 Uhr Yoga. Wir haben gerade überlegt, wie man kann, schaffen wir es morgen mit 7 Uhr Yoga? Ich denke mir so, ja, es ist 8, also irgendwie geht schon. Na gut, es ist 10 Uhr abends. Ja, waren heute echt fleißig. Wir hatten, ich glaube, 7 Vorstellungsgespräche. Da haben sich auch ganz viel bei mir gemeldet. Vielen, vielen Dank nochmal an eure, also auch an euch alle, die sich bei mir gemeldet haben, die mir E-Mails geschrieben haben. Ich bin immer noch nicht fertig, mit allen E-Mails durchzugehen, weil das wirklich wahnsinnig viele waren. Ich gebe euch allen noch eine Antwort, aber da habe ich jetzt wahrscheinlich zum Glück schon jemanden gefunden, der mir auch helfen kann. Das ist super. Und haben wir alles, ja. Aber ich muss sagen, es macht so viel Spaß hier im Büro. Es ist einfach, man schafft so viel mehr. Es ist so produktiv hier. Julias Schreibtisch sieht auch schon echt gut aus. Ich habe heute auch echt, oh, mein Laptop sollte ich mitnehmen. Ja, ich wollte schon noch was machen. Ja, doch schon. Nee, mir macht das wirklich so viel Spaß und man schafft einfach so, so, so viel mehr. Ja, ich muss mir das jetzt halt überlegen. Ich habe schon. Es ist halt schon echt geil, in einem Büro zu arbeiten und generell auch in Deutschland schaffe ich natürlich viel mehr. Das haben auch schon einige kommentiert. Unter meinem Video ist es heute online gegangen. Ja, selbst das schaffe ich mittlerweile. Bis jetzt zumindest seit 2 Wochen, dass die Videos wirklich montags und freitags kommen. Das Freitagsvideo ist auch schon geschnitten und hochgeladen. Zwar noch nicht freigestellt, aber hochgeladen. Also, es läuft echt ganz gut bis jetzt. Es ist auch für mich, seit ich entschieden habe, für mich selber, dass ich eben so feste Zeiten habe, wo ich es hochlade, ist es für mich viel leichter geworden, mich daran zu halten. Irgendwie, jetzt muss ich das für den Blog noch schaffen. Und dann läuft das irgendwann auch, glaube ich, echt gut. Aber Step by Step, ich fange klein an,
und will nicht zu viel versprechen, aber das mit den Videos ist bis jetzt schon mal ganz gut. Und heute war auch eine da, die mir vielleicht auch helfen könnte bei den Videos mit dem Layout so ein bisschen, dass das alles noch ein bisschen einheitlicher ist. Das würde mir total gefallen, das finde ich super. Und gleich zu Hause ziehe ich noch was zum Kochbrot, haben wir uns auch noch was überlegt, weil das alles nicht so leicht ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber da melde ich mich, glaube ich, später nochmal. Also bis dann, tschüss. Hallo ihr Lieben, so jetzt bin ich im Bett zu Hause angekommen, liege hier, bin abgeschminkt, ja. Hab schon gepackt für Berlin morgen. Morgen geht's auf die Berlinale, also beziehungsweise morgen fliege ich nachmittags nach Berlin. Aber am Mittwoch geht's dann erst richtig auf die Berlinale. Ich freue mich schon total, bin total gespannt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ich habe dann überlegt, mir ist dann eingefallen, vielleicht sind da sogar die Schauspieler da vom Shades of Grey. Das wäre ja voll krass, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Also keine Ahnung, ich habe mir so vorhin überlegt, dass ja eigentlich immer Premiere ist und dann, dass da schon immer krasse Schauspieler kommen. Das wäre ja Hammer, oh mein Gott. Julia leiht mir jetzt netterweise ihr schwarzes Tight aus, was sie auch beim Blog Award anhatte. Das ist echt ganz cool. Und jetzt läuft hier gerade noch Grammys. Das lief eigentlich gestern Nacht, das habe ich mir auch gestern Nacht echt noch angeschaut. Ich bin dann irgendwann, glaube ich, so um 4 eingeschlafen und um 5:30 wieder aufgewacht, als der Fernseher noch lief. Kennt ihr das, wenn ihr Lieder habt oder Künstler, die euch einfach immer Energie geben und immer an so positive Momente erinnern oder einfach euch in so eine Stimmung versetzen? Und Kanye West gehört zum Beispiel mir auch dazu. Und ich mag das doch echt gerne, Only One. Und wir sind auch eben, als Julia mich nach Hause gebracht hat, lief Ariana Grande im Radio. Und es ist auch so, es gibt halt so ein paar Lieder, also gerade ganz viele diese ganzen Hip-Hop-Lieder und R&B-Lieder. Aber vor allem auch so Ariana Grande war halt voll, die lief halt jeden Tag in L.A. im Radio. Und das ist so für mich auch einfach, es erinnert mich sofort an die L.A.-Zeit. Und das ist dann, gerade wenn ich so im Auto sitze und dann Musik höre, die wir halt in L.A. viel gehört haben, dann versetzt mir das halt sofort in die Stimmung, wo ich mit Lina im Auto war oder wo wir rumgefahren sind. Und das macht mich halt so glücklich. Also das Ding ist einfach, dass ich merke, jetzt, wir sind ja noch nicht mal, ich bin noch nicht mal jetzt eine Woche hier. Und ich muss sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefällt. Vor allem, was wirklich, ich war vorhin total geschockt, dass es 10 Uhr war, als wir im Büro saßen. Und das habt ihr ja gesehen, ich habe echt dachte es war 8 oder so. Und mir macht es richtig Spaß und ich finde es so toll, ein Büro zu haben. Und ich kann das jedem Selbstständigen vor allem nur empfehlen, wirklich sich ein Büro zu holen. Auch nicht zu Hause, sondern wirklich außer Haus zu gehen, sich einen Raum zu suchen, vielleicht auch ein Office zu teilen, ein Büro mit anderen Leuten. In so Startups kann man oft auch Büros anmieten. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, weil ihr kriegt so viel mehr gebacken, ihr bekommt so viel mehr abgearbeitet, also ich zumindest. Und ich denke mal, das geht vielen so. Also bei Julia ist es auch so und bei mir. Und Julia hat ja davor auch mal zu Hause gearbeitet. Was ich natürlich auch merke, ist, jetzt wo ich hier in Wien zusammen mit Julia bin und wir zusammen wirklich mal, das hatten wir so auch noch nie, dass wir wirklich zusammen nebeneinander parallel gearbeitet haben und auch an Projekten und dass man einfach nicht eben mal bei WhatsApp kurz schreiben muss oder anrufen muss oder E-Mail schreiben muss, sondern einfach nebeneinander sitzt, hey, was sagst du da und dazu? Hast du da eine Idee? Und das macht so viel Spaß. Also ich muss sagen, das macht mir wirklich Spaß und da merkt man natürlich auch einfach, dass wir viel, viel mehr hinbekommen und so gesehen ist L.A. natürlich gerade nicht die beste Option für mich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vom Arbeiten her schaffe ich hier viel, 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 viel mehr. Das haben auch schon welche kommentiert bei meinem Video, dass das so rüberkommt, als ob ich hier in L.A. in Deutschland viel mehr oder in Österreich viel mehr schaffen würde als in L.A. Und das ist definitiv so. Weil bei mir ist es so, wenn ich in L.A. bin, dann habe ich auch wirklich mal teilweise 2-3 Tage nicht meinen Laptop an. Weil dann genieße ich das Leben, dann bin ich gerne draußen, dann gehe ich essen, dann treffe ich mich mit Freunden, dann bin ich am Strand, dann bin ich einfach in der Nachbarschaft, mache Sport, gehe mit Lina raus, wir gehen zum Running Canyon und dann ist schon wieder ein halber Tag weg. Und das ist halt wirklich, muss ich ganz ehrlich gestehen, da schaffe ich halt auch einfach nicht so viel. Genau, aber es sind einfach so Dinge, das ist ganz klar, dass es hier einfach besser und schneller und leichter geht. Auf der anderen Seite, wisst ihr auch, habt ihr auch mitbekommen, haben auch viele kommentiert, bin ich trotzdem nochmal irgendwie ein anderer Mensch in L.A., weil das ist einfach nochmal eine andere Energie und ich lebe halt mehr in dem Sinne. Hier ist natürlich ganz, ganz klar Arbeit im Fokus und in L.A. ist vielleicht nicht ganz so sehr die Arbeit im Fokus, sondern doch ein bisschen mehr auch der Spaß am Leben. Und natürlich kann man nicht 24/7 das ganze Jahr über 365 Tage im Jahr Spaß haben. Es gehört ja auch irgendwo Arbeit dazu, das ist ganz klar. Und es ist einfach wirklich gerade so, dass ich gerade an einem Punkt bin, habe ich das Gefühl, zumindest gerade läuft es richtig gut. Also muss ich einfach mal sagen, ich will jetzt hier auch nichts verschreien, ne? Hier toll, toll, toll. Aber ich muss sagen, gerade nachdem ich so ein kleines Tief hatte, jetzt läuft es wieder richtig gut, es kommen so viele Projekte rein, es kommen so viele Möglichkeiten rein. Es macht mir einfach wieder richtig, richtig Spaß und ich bin wieder so
extrem motiviert, was ich lange nicht mehr hatte. Und Julia auch vorhin so, bei dir geht's halt, also sie meinte auch so, bei dir ist halt gerade einfach so, ne? Und es darf halt nicht wieder passieren, dass es so ist. Also Karriere ist gerade so nach oben, wenn man, oder das heißt Karriere, mein Job zumindest, und auch das Ganze mit dem Blog und irgendwie, es läuft halt auch gerade mit der Presse und es ist einfach, es sind viele Dinge, die einfach wirklich gerade positiv sind und die irgendwie funktionieren und wo ich das erste Mal das Gefühl habe, ich hatte zwischendurch echt eine Phase, wo ich überlegt habe, höre ich auf zu bloggen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ihr habt sicherlich gemerkt, ich habe kaum noch was gepostet. Ich hatte wirklich eine Phase, wo ich dachte, es kommen so viele nach. Bringt es überhaupt noch, dass ich jetzt hier noch weiter blogge, dass ich die 500.000 Bloggerin bin, die irgendwas erzählt? Ich habe nicht die besten Bilder. Ja, ich schreibe gerne was. Ich habe vielleicht auch ab und zu mal ganz interessante Texte. Aber es ist halt nicht regelmäßig. Und es gibt sicherlich viele, die das viel, viel besser können. Ist auch bestimmt immer noch so. Aber ich glaube, ich habe trotzdem halt so meine eigene Art, meinen Blog zu schreiben, und ich habe den auch mittlerweile einfach schon seit 5 Jahren und mache das auch wirklich aus Leidenschaft, und ich habe das aus Leidenschaft angefangen und habe das 2 Jahre komplett umsonst in Anführungsstrichen gemacht, einfach ohne da irgendwie von zu profitieren, jetzt auch finanziell vor allem, und das war mir auch immer ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, man kann längerfristig, also auch jetzt an alle, die mal fragen nach Tipps, wenn ihr erfolgreich bloggen wollt, meiner Meinung nach ist Authentizität ganz wichtig. Ich glaube, das ist bei mir gegeben, das ist mir auch persönlich ganz, ganz wichtig, dass ich euch wirklich da keinen Scheiß verkauf, nichts erzähle, was nicht stimmt oder was ich nicht so sehe. Deswegen mache ich auch die Videos, damit ihr mich so gut wie möglich kennenlernt und so ein bisschen besseren Eindruck von mir bekommt. Und ja, Aktualität ist es bei mir jetzt leider nicht so gegeben, gewesen zumindest. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass man einfach so seine Nische findet und irgendwas findet, was einem selber wirklich Spaß macht und wo man gerne dabei ist. Und bei mir sind das mehrere Sachen, bei mir ist es vor allem dieses Persönliche, eben auch, dass ich mit euch in Kontakt trete. Ich glaube, es gibt, könnt ihr selber mal überlegen, aber ich glaube, es gibt kaum eine andere Bloggerin, die so viel auf Kommentare antwortet und so oft da ihre eigene Meinung zu sagt. Und ich versuche das wirklich auch gerade bei YouTube hier immer jedes Kommentar irgendwie durchzulesen. Ich beantworte nicht jedes, aber sehr, sehr, sehr viele und auch auf E-Mails. Ich versuche wirklich immer zu antworten, und das natürlich nimmt das extrem viel Zeit auch in Anspruch. Und mir ist es einfach sehr wichtig, weil irgendwo kommt der Erfolg ja auch wegen euch, und ich bin da einfach super dankbar für. Und mir ist es einfach immer wichtig, dass dieses Persönliche nicht verloren geht, weil ich finde es einfach bei mir, das war ich schon immer, das bin ich auch einfach, ich bin so ein Mensch, ich bin ein sehr persönlicher Mensch irgendwie, also so dieses, ich rede gerne viel und bin auch deswegen hier immer am Labern in meinen Videos, wie ihr vielleicht mitbekommt, aber ich kriege auch wirklich gerne Feedback, und das macht mir einfach so Spaß, dass ich Leute kennenlerne, dass ihr mich trefft, dass ihr mich anspricht, dass ich einfach tolle Menschen kenne durch das Bloggen und was ich schon alles erlebt habe. Und diese Reisen, das ist mein absolutes Highlight. Und ich habe einfach wieder richtig, richtig Spaß gewonnen am Bloggen. Also gerade in den letzten Tagen auch mit dieser Routine, mit dem Büro. Ich merke einfach, das macht mir wieder richtig, richtig Freude. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, dass ich da wieder so ein bisschen angekommen bin. Natürlich ist es für mich in Deutschland einfach leichter und besser, das zu schaffen als in L.A. Weil in L.A. muss ich wirklich von null anfangen, was auch für mich eine Herausforderung wäre und interessant wäre. Aber in Deutschland ist es natürlich, oder in Europa ist es für mich viel leichter, und es wäre natürlich auch ein bisschen dumm, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, das alles einfach so aufzugeben. Ne? Also wirklich zu sagen, ich habe mir das jetzt irgendwie jahrelang wirklich dafür gearbeitet, dass Leute meinen Namen kennen, dass sie wissen, wer ich bin, dass ich blogge, was ich mache, und das auch respektieren und wertschätzen, und dann einfach so zu gehen und das irgendwie alles so ein bisschen zu ignorieren, ist natürlich auch nicht jetzt beruflich gesehen das Beste. Dennoch möchte ich da irgendwie eine Lösung finden und das versuchen zu verbinden, weil es ist ja auch ein Vorteil oft, dass ich jetzt in L.A. bin oder irgendwie da eine Verbindung habe, und das finden ja auch viele wirklich interessant, und ich merke auch, dass ihr die L.A.-Videos wahnsinnig gerne schaut und das interessant findet und toll findet. Und klar, es ist so eine andere Welt, es ist schon so ein bisschen dieses Glitzer-Glamour. Ja, ich glaube, es kommt manchmal so rüber, dass in L.A. alles wirklich toll ist und wir erleben tolle Dinge und es ist alles so groß und so, oh mein Gott, und ja, ist es auch, aber ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile auch gut genug, dass ihr wisst, dass ich nicht so bin. Also ja, ich mag das total gerne, auch diesen amerikanischen Lebensstil, auch dieses, dass man schnell ins Gespräch kommt, dass man schnell mit Leuten redet, dass man schnell Leute kennenlernt, dass man viel draußen ist, sich viel bewegt, dass man viel einfach macht, also einfach aktiv ist und unternimmt. Und viele sagen, es ist oberflächlich, finde ich nicht. Naja, auf jeden Fall, es ist einfach gerade, ich bin wirklich gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich entscheiden muss, mache ich das mit L.A., nehme ich dieses Abenteuer L.A., dieses Abenteuer Auswandern, mache ich das oder lasse ich es bleiben oder mache ich das halb-halb oder sage ich, mache immer eher so Urlaub L.A., 3 Monate oder 4 oder mal 2, je nachdem. Es wäre natürlich jetzt auch völlig schwachsinnig, ich habe jetzt schon so viel Geld für dieses Visum bezahlt, das jetzt nicht zu beantragen. Also das wäre ja auch völliger Quatsch, das werde ich auch auf jeden Fall tun. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde jetzt
mit meiner Anwältin reden, außer in Amerika, in LA, und sie fragen, ob ich das nicht aus Amerika aus beantragen kann, das Visum, denn dann hätte ich diesen Zeitstress nicht, weil ich würde einfach gerne jetzt Mitte März schon wieder zurück nach LA, dass ich auch mal wieder ein bisschen Sonne tanken kann, auch wieder die Lina sehe, ich vermisse sie einfach und auch, dass einfach dieser Abstand zwischen LA nicht zu groß wird, weil irgendwann, ne, ist es immer schwierig, dann sagt man, jetzt ist der Punkt vorbei und ich habe einfach gerade ein Gefühl, dass ich nach LA soll und muss und habe auch lustigerweise heute von einer ehemaligen Kommilitonin, also Studentin, die oder eine, die mit uns studiert hat, eine E-Mail haben wir bekommen, also die Nathalie, Lina und ich, und sie arbeitet für ZDF Neo und für TAF macht sie Produktion und die hatten uns jetzt auch angefragt, ob sie nicht mal was über uns machen können in LA. Und das war irgendwie schon wieder so ein Zeichen, finde ich. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe diese E-Mail gesehen und dachte so, hey, es ist ein Zeichen, dass ich auch wieder nach L.A. soll und zumindest mal wieder für eine kurze Zeit da sein sollte. Weil ich vermisse es auch wirklich wahnsinnig. Und ja, auf der anderen Seite natürlich sind wieder wirklich viele spannende Dinge hier. Und gerade läuft es einfach in Deutschland und es macht mir auch irgendwie Spaß, in Deutschland zu sein oder in Europa. Irgendwie ist es, also ich bin jetzt nicht unglücklich, dass ich nicht in L.A. bin. Aber ich weiß auch, sobald ich in L.A. bin, möchte ich wieder gar nicht mehr zurück. Das ist einfach bei mir, habe ich euch eh schon erzählt im anderen Video, es ist bei mir das Problem, dass ich mich an sehr vielen Orten sehr schnell zu Hause und wohl fühle. Und das natürlich bei mir auch ganz, ganz stark mit Freunden zusammenhängt. Also wenn jetzt Julia bei mir ist, dann bin ich glücklich. Wenn ich bei der Lina bin, bin ich glücklich. Das ist bei mir sehr wichtig. Und da muss ich mir einfach irgendwas überlegen. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ob Lina und ich, wollen eh ausziehen, spätestens im September aus unserer Wohnung in L.A., weil die Vermieterin einfach, das ist, da gibt es so viel Stress und das habe ich euch alles gar nicht erzählt, aber vielleicht kriegt ihr es ein bisschen bei Linas Videos mit. Es sind Themen, die laufen alle im Hintergrund. Es gibt genug Probleme, auch in meinem Leben, die ich euch jetzt vor der Kamera gar nicht immer erzähle, weil ich denke mir so, es bringt halt auch nichts, euch da jetzt mit zu belasten oder euch das zu erzählen. Und ein bisschen Privatsphäre ist ja auch immer noch ganz gut. Was ich, das habe ich so zum Beispiel auch gar nicht mit Lina besprochen, was ich mir überlegt hatte, dass man vielleicht sich wirklich einfach eine kleinere Wohnung nimmt in L.A., einfach so eine Einzimmerwohnung oder so, wo man sagt, da können Lina und ich zusammen einfach sein. Und dass man dann wirklich sagt, dass ich halt auch viel mehr unter dem Jahr in Deutschland bin. Immer so die Stoßzeiten, wenn halt gerade viele Events hier sind, das weiß man ja auch immer so relativ gut. Und dann trotzdem so meine Basis in L.A. Weil ich möchte L.A. einfach nicht komplett aufgeben, weil ich weiß, dass es L.A. irgendwie auch einfach ein Teil von mir ist, dass es gut zu mir passt, dass mir das gut tut, die Stadt. Dennoch möchte ich Deutschland und Europa nicht ganz aufgeben, weil es einfach gerade sich auch einiges tut. Ich bin einfach gerade in so einer Phase, ich lasse es gerade auf mich zukommen, ich bin gerade echt so Universum, komm zu mir, ich strahle positive Dinge aus und ich erwarte positive Dinge und es ist einfach auch so. Heute gerade habe ich erst wieder einen Anruf bekommen, heute Vormittag, und da ging es um ein Event. Ja, die würden mich eventuell gerne nach Dubai einladen. Anfang März wäre das. Und ihr wisst ja, mit Reisen kann man mich immer sehr, sehr gut ködern. Das ist bei mir wirklich ganz, ganz schlimm. Da sage ich dann, kann ich immer nicht Nein sagen. Nein, und natürlich Dubai ist super. Ich war da jetzt auch schon zweimal. Aber jetzt auch länger wieder nicht. Und ja, es ist einfach gerade wirklich, ich kann mich nicht beklagen, es ist einfach gerade schön zu sehen, dass es wieder gut geht und dass ich nach dieser Depri-Phase, die ich hatte, es einfach wieder wirklich bergauf geht. Und das ist auch so eine Message vielleicht noch an euch, dass es ist halt wirklich was dran an diesem Spruch, dass wenn eine Tür sich öffnet, schließt, öffnet sich die nächste. Und ihr wisst es eh, mein Lieblingsspruch, ich weiß, ich nerv euch mittlerweile, everything happens for a reason. Es hat wirklich alles seinen Grund. Es hat seinen Grund, warum das mit dem Typen in L.A. nicht geklappt hat. Es hat seinen Grund, warum ich auch wieder irgendwie nach Deutschland sollte, erstmal wegen meinem Visum natürlich, aber warum ich auch jetzt über Weihnachten und so, warum ich die ganze Zeit zu Hause war, es hat auch irgendwie einen Grund gehabt, dass es mir schlecht ging, weil nur so konnte es mir wieder richtig gut gehen und auch diese ganze Motivation, ich glaube, ihr wisst es eh, ich bin einfach der Meinung, alle Dinge haben ihren Grund und deswegen bin ich da auch echt zuversichtlich, dass das alles irgendwie gut wird. Ich habe zwar ehrlich gesagt wirklich keinen Plan, was dieses Jahr noch alles passieren wird und was in meinem Leben sich tun wird, aber ich habe so ein wahnsinnig gutes Gefühl, dass 2015 einfach das Jahr wird. Ich habe es euch eh schon gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, ihr wisst, ich bin sehr esoterisch angehaucht, was das angeht mit Sternzeichen. Ich glaube einfach dran, es ist ein gutes Jahr für Löwen. Ich bin ein stolzer Löwe, das haben die Löwen so an sich, vor allem die Juli-Kinder. Ich bin, naja, 31.7. Juli, vielleicht hat irgendwer an meinem Geburtstag, dann meldet euch. Nein, seid gegrüßt, also wirklich, ich sag's immer wieder, ne, meine kleinen Löwen, deswegen auch Lisas Lions oder Lisa, doch, Lisas Lions. Aber ich glaube einfach daran, dass dieses Jahr gut wird und dass sich einiges tun wird, auch in meinem Privatleben. Und ich glaube, man muss da einfach offen sein und auf gute Dinge hoffen und gerade bestätigt sich es wieder, eventuell.
Also, ihr Lieben, macht es gut. Ich gehe jetzt schlafen. Wir sehen uns. Und ich wünsche euch eine positive, ereignisreiche Woche. Und wirklich, nehmt das als Beispiel. Mir ging es auch schlecht und jetzt geht es mir wieder besser. Und man kann einfach Dinge wirklich, glaube ich, mit seiner Einstellung einfach ändern. Man zieht die Dinge an. Ciao, morgens. Ich bin tatsächlich wach. Rui hat mich schon abgeholt. Und wir gehen jetzt zum Yoga, Leute. Heftig. Ich habe 2 Stunden geschlafen. Ich habe noch die ganzen Follow Me Rounds angeschaut von OCJ und von Lina. Und jetzt geht's zum Sport. So, wir haben uns jetzt gegen Yoga entschieden, weil da der Kurs schon angefangen hat. Und das war eher so Atem-Yoga. Jetzt machen wir unseren Sportplan. Unser... ich muss gerade mal schauen, welches Workout wir machen. So, welches Workout machen wir? Biggest. Ah ja, das kenne ich. Das ist ganz schön gut. Ja. Boah, das ist die volle Koordination. Leute, das überfordert mich gerade. Das ist so krass, was es hier alles gibt. Das ist so heftig. Aber es sieht sehr lecker aus. Hallo, ich bin jetzt hier im Hotel de Rome, wo wir mit L'Oreal sind. Ich habe gestern gar nicht mehr gefilmt, weil ich eingeschlafen bin. Noch insofern einfach so müde. Ich war noch bei Lina gestern. Das ist so riesig hier, das Hotel. Sieht voll schön aus. Bin mal gespannt auf mein Zimmer. Gehen jetzt mal gemeinsam rein. Ich drehe gleich mal die Kamera. Wow, also das ist mal richtig... cooles Hotelzimmer. Ich bin jetzt gerade reingekommen. Hier links ist der Kleiderschrank, denke ich mal. Ja, schön viel Platz. Hier ist ein kleiner Mini-Vorraum und dann hier das Zimmer. Wow, cool. Wow, krass schön. Oh, ich liebe es in Berlin. Einfach diese hohen Decken sind immer der Hammer. Oh mein Gott, ein King-Size-Bed just for me. Yay! Hallo Leute. Oh mein Gott, richtig cool. Ist ja mal ein mega geiles Zimmer. Voll schön und ich liebe ja so Grautöne. Das ist alles in Grau hier und Spiegel. Voll stylisch. Sehr, sehr cool. Das ist riesig, dieses Hotel. Es hat anscheinend noch einen mega geilen Spa-Bereich. Ich glaube, da habe ich jetzt leider keine Zeit, das auszunutzen. Beziehungsweise das müsst ihr natürlich auch selber zahlen. Aber das würde ich mir ja schon gerne mal wieder gönnen, weil ich habe richtig krasse Rückenschmerzen. Vor allem habe ich mir gestern beim Fliegen, als ich gestern im Flugzeug war, habe ich so meinen Koffer runtergeholt. Rechts so ganz schnell wollte ich mit einer Hand holen. Und es hat so... Ich habe mir irgendwas richtig krass hinten rechts im Rücken verrenkt oder irgend so einen Nerv eingeklemmt. Das tut mich echt weh. Ich konnte die ganze Nacht nicht so gut schlafen. Schauen wir doch mal das Bad an. Achso, ich glaube, ich müsste mal die Karte reinstecken, damit das hier auch mal Licht wird. Machen wir das doch mal. Juhu, es wird Licht. Boah, voll schön. Ich liebe es. Oh mein Gott. Yeah, geil. Okay, das ist auch mal ein richtig schönes Bad. Schau ich das mal an. Hier eine Badewanne. Und dann noch eine Dusche. Sehr geil. Oh mein Gott. Wow, ich freue mich. Ich liebe es immer so, alleine im Hotelzimmer zu sein. Das finde ich immer mega geil. Kann man sich einfach aufs Bett schmeißen. Das ist das Geilste, Leute. Oh mein Gott, dieses Bett. Ah. Voll gut. Also, ihr Lieben. Also, heute geht es los. Ich bin ja in Berlin, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich habe nämlich, glaube ich, gestern, ich weiß gar nicht, überhaupt gefilmt habe, ehrlich gesagt. Ich glaube fast gar nicht, oder wenn dann nur morgens noch in Wien. Genau, wie gesagt, ich war mega müde. Ich habe ja nur 2 Stunden geschlafen, deswegen bin ich auch gestern dann direkt bei Alina, haben wir noch einen Film geschaut, bin ich direkt eingeschlafen. Und dann irgendwann heute Nacht um 4 aufgewacht und konnte erstmal nicht schlafen. Und jetzt bin ich hier im Hotel de Rome. Jetzt geht's, treffen wir uns gleich in einer Viertelstunde mit den anderen Bloggern, den anderen YouTubern und gehen dann los, ich glaube, was essen, beziehungsweise direkt auf so einer Location, wo wir geschminkt werden, wo wir Haare, Make-up bekommen. Deswegen habe ich mich heute extra mal nicht geschminkt, beziehungsweise habe nur Wimperntusche drauf und sonst gar nichts, weil ich gespannt bin, wie die mich schminken und ich will das auf jeden Fall nutzen. Also man muss das nicht nutzen, aber ich bin da ja, ihr wisst ja, ich bin da nicht so der Pro im Schminken, deswegen freue ich mich immer, wenn andere Menschen das tun, die das können. Ja, genau. Dann vielleicht noch Haare bekommen und dann gemacht bekommen und dann ziehe ich mich um und dann geht's auf den Red Carpet, beziehungsweise dann geht's, ich weiß nicht, ob wir den offiziellen Red Carpet machen, aber wir gehen auf jeden Fall dann halt die deutsche Premiere anschauen von Shades of Grey. Oh mein Gott, ich freue mich so dermaßen. Vor allem das Krasse ist, ich glaube echt, dass die Leute sogar kommen werden, eventuell die Schauspieler, und deswegen, ich bin, fühle mich voll geehrt, dass ich da mit rein darf. Ich freue mich voll, also es macht richtig, richtig Spaß, vor allem... Schön, 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 schön. Ich freue mich. Bin sehr gespannt. Und dann höre ich es mal auf zu filmen, mache mich kurz fertig und dann sehen wir uns bestimmt gleich wieder. Also, ich nehme euch mit. Bis später. Ciao.
Alle Lieben, wir sind hier am Potsdamer Platz und da ist auch schon das L'Oreal-Häuschen. Voll süß, das haben sie irgendwie die ganze Zeit während der Berlinale aufgebaut und dann kann man hier sich schminken lassen. Also wir sind mal gespannt, wir gehen jetzt rein und kriegen ein neues Make-up und bis später. Wie süß. Hier angekommen, um es zu essen und kriegen jetzt noch Haare und Make-up gemacht. Nachher ist ein riesen Team von L'Oreal Paris. Hier sind schon die ganzen Make-up-Artists. Ich habe so Hunger, ich habe noch gar nichts gegessen irgendwie. Aber voll schön hier. Ich bin gespannt. Alle am Film. Ein bisschen eine Essbare. Oh mein Gott. Was ist das? Sogar das Menü ist abgestimmt zu dem Film, den wir später schauen. Mrs. Grey, Lips in Pink, Make-up Genius. Ja. Ja. Einen kurzen dreiminütigen Video zur Interpretation des Themas Color Clash. Ich habe gerade einen Vortrag gehört über die neuen Produkte und alle neuen Sachen von L'Oreal. Jetzt können wir sie auch alle direkt testen. Make-up-Station, Haarstation und dann auch noch Nägel. Ich bin mal gespannt, wer es endlich anfangen soll, ehrlich gesagt. So, ich werde jetzt geschminkt und jetzt komplett abgeschminkt. Also ich mache jetzt einmal kurz einen Vorher und zeige euch nachher das Nachher. Wird hier ja echt verbrüht. Meine Haare sind gemacht. Wow. Schade, dass man so sich selber hinbekommt. Soll ich dir helfen? Nee, das passt schon. Ja? Ja. So, hier ist der Kreateur, der meine Haare so schön gemacht hat. Sehr gut. Ja, voll cool. Was ist das für die? Der hier. Ich hab hier einfach noch Wasser mit Spülen. Ja. So schön, die ganzen frischen Blumen hier schon aufgebaut. Die mache ich jetzt gleich noch ein Exempel. Geil. Jetzt wollen wir mal. Ah. Oh. Machen wir die Augen zu. Krass, wie geil ist das denn? Ja, voll gut. Das gibt's doch online, die App. Auf den Lippen, wenn du nur kurz machst, ist das nicht so. Noch was anderes? Der Lippen ist ganz cool, so ein Nude. Geil. Warte mal. Blue Eyes Make-up. Oha, Chill. Geil, das ist ganz geil, das Bild. Krass, wie geil ist das denn bitte? Voll gut, wo kann ich jetzt sehen, welche Produkte das sind? Kaufen, oder? Mhm. Ah, hier. Glam Duo. Und welcher ist das? Den brauche ich. Colorige 236. Dass du immer drauf hast. Nee, ich habe 235 drauf. Ich brauche 236. Gefällt mir. So, ihr Lieben, diese Tischdeko. Celebrity Dinner by Tür, Sterner, Koch, Björn. Passend zum Thema des Films. Man achtet auf die Details. Ja. Und hier Es ist ähnlich teuer wie eine Seezunge und, oder ein Heilwut und ist wild gefangen. Haben wir euch so ein bisschen pochiert und danach einmal kurz angebraten. Dazu haben wir ein bisschen Crumb. So, ihr Lieben, hier, ich habe mein Ticket, ich freue mich so. Mein Gott, es geht gleich los. Ich bin voll gespannt auf den Film. Ich werde euch natürlich erzählen, wie er ist. Ich freue mich, oh mein Gott. Und mal ein bisschen ungewohntes Make-up. Ich habe jetzt so ein dunkleres 235 von Colorige und noch so ein Lipgloss drüber. Und ja, muss mich selber noch dran gewöhnen, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und jetzt geht's los. Achso, das ist mein Kleid. Also, zumindest im Sitzen. Ich habe nur den Trailer gesehen, aber ich habe auch das Buch. Kommen da alle? Ja.
Galilee und so, wir sind jetzt hier auf dem roten Teppich. Total krass, die ganzen Kameras sind da, wo das hier ausgeht. Hier die ganzen YouTuber am Film. Hier kommen natürlich auch noch her die ganzen Stars. Wir sind jetzt eher so not. Aber es ist auf jeden Fall ganz cool. Und dann sehen wir uns später noch. Mega geil, wir können jetzt hier den roten Teppich verfolgen von unseren Sitzen. Das ist echt gut. Voll interessant. Zwei wie Autoren. Eben hat man schon den Hauptdarsteller gesehen. A little bit more than I would very publicly. Probably isn't a very good thing. I don't think I'll be able to get away with it. Has it been this crazy for a while now? No. Well, this is our first premiere. Ich gerade die erste richtig verstanden habe, das ist einfach die Weltpremiere heute. Ich finde es total krass. Deswegen sind auch die ganzen Amerikaner gerade hier, Regisseure, alle, die an dem Film beteiligt waren. Das Kino füllt sich langsam. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Also total krass, bin gespannt und gleich werden wir auch noch die Schauspieler natürlich hier im Kino sehen. Deswegen, ich bin wow, what a night here at the Zoo Palace. Your applause! Hallo ihr Lieben, es ist mittlerweile 3:30 oder so, also echt schon richtig spät. Ich war, wie immer, die letzte der Bloggerinnen oder YouTuberinnen, die überhaupt noch mit den ganzen Leuten von Loyal unterwegs war. Wir waren jetzt hier noch im Hotel was trinken und die anderen haben sich relativ schnell verabschiedet und waren müde. Ich war zwar eigentlich auch ganz müde, aber ich finde das immer total nett, noch so ein bisschen das Team kennenzulernen und bin dann irgendwie auch immer gerne unter den Leuten und lerne halt gerne neue Leute kennen und es war total nett. Ich habe mich noch ein bisschen mit der Denise von L'Oreal unterhalten und den ganzen anderen Mitarbeitern und Organisatoren des Events. Und war doch total nett. Und dann wurde es noch ein bisschen später. Bin jetzt schon abgeschminkt, liege jetzt hier im Bett, muss mich gleich noch umziehen. Ist voll süß, hier hinten wartet, hat noch Popcorn. Weiß nicht, könnt ihr so auf dem Tisch, da hat noch Popcorn und ein Macaron auf mich gewartet. Hier war auch schon alles vorbereitet. Jalousien schon zugezogen, also es ist wirklich ein Hammer-Hotel. Ich habe auch heute erfahren, dass es irgendwie das Hotel ist, wo anscheinend immer Beyoncé und so die ganzen Superstars, Madonna und so, sind, wenn sie dann in Berlin sind. Also es ist wirklich ein richtiges High-Class-Hotel. Auch Wahnsinns-Service, merkt man auch schon an Rezeptionen und überhaupt. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Der Film war echt cool, so die Premiere zu sehen. Das war die Weltpremiere, das wusste ich erst gar nicht, dass es eine deutsche Premiere ist, war komplett die Weltpremiere. War auch cool, die Schauspieler waren auch bei uns im Kinosaal. Am Anfang zumindest, dann sind sie irgendwie so nach 10 Minuten aufgestanden, alle rausgegangen. Also sowohl die Regisseurin, wie auch die Autorin, wie auch die zwei Hauptdarsteller. Also mir wurde jetzt, der Fotograf meinte, dass es wahrscheinlich so ist, weil die einfach Interviews dann geben in der Zeit. Und die haben ja wahrscheinlich die Premiere schon gesehen, wobei die aber auch auf Englisch, es war halt Originalsprache mit deutschen Untertiteln, was ich sehr cool fand. Wobei man dazu sagen muss, in dem Film wird natürlich auch nicht so viel geredet, das hält sich ja doch in Grenzen. Ich fand den Film eigentlich ganz gut. Also ich fand ihn jetzt nicht wow, heftig, geil. Aber ich fand ihn gut. Also ich fand ihn eigentlich schon doch sehr gut. Ich war gestern in Berlin am Mittwoch auf der Deutschlandpremiere. Ich fand es lustig, war unterhaltend, war spannend. Ich muss sagen, ich glaube, wenn man die Bücher jetzt nicht gelesen hat, ich habe bis jetzt auch nur den ersten Teil gelesen, aber in der Goodiebag habe ich gerade gesehen, haben wir den zweiten Teil bekommen. Ich finde das super cool. Wir haben jetzt eine L'Oreal Goodiebag bekommen und das ist voll gut, weil ich habe den zweiten Teil noch nicht gelesen. Ich wollte ihn eh noch lesen. Deswegen freue ich mich da sehr drüber. Was ich wirklich finde, ist, dass es ist ein interessanter Film, aber wenn man das Buch nicht gelesen hat und nichts damit zu tun hat, ist es, glaube ich, nicht so ein spannender Film. Also ich muss sagen, wenn ich den Film jetzt eigenständig gesehen hätte, ohne das Buch und so weiter im Kopf zu haben, glaube ich, wäre es nicht so spannend, weil es einfach nicht so richtig
Spannung aufbaut. Also man baut halt nicht so richtig eine Verbindung zu den Charakteren auf. Das ist natürlich im Buch viel leichter, weil es auch viel ausführlicher ist. Also ich habe jetzt mit ein paar geredet. Einer fand super den Film und hatte das Buch gar nicht gelesen. Die andere fand es jetzt nicht so spannend und eher so, ja, geht so. Einer war es zu viel, also zu too much, so ein bisschen zu heftig. Ich finde, zu heftig ist es jetzt nicht persönlich, aber gut, man kommt auch drauf an, mit 12 muss man sich jetzt sowas nicht anschauen, aber ich finde es zwar gut umgesetzt, also ich fand es zwar schon echt ein guter Film, doch, auf jeden Fall. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, schaut ihn euch an. Ich fand, die Musik war extrem gut. Also die Filmmusik war, hatte ich schon im Vorhinein gehört. Ihr wisst, ich liebe The Weeknd und ich finde, es hat extrem gut gepasst. Sehr harmoniert und nee, fand ich super und ich bin sehr glücklich, war ein schönes Event. Ja, bin jetzt auch froh, dass ich wieder abgeschminkt bin und wobei ich das Make-up echt schön fand heute. Muss ich sagen, ich habe auch ein paar richtig tolle Lippenstifte mitnehmen dürfen, bin ich mal gespannt, weil ich da neulich schon einen in der Goodiebag drin hatte, zufälligerweise bei dem anderen Event und den fand ich echt richtig gut, diesen L'Oreal Riche, wie heißt das, die Serie, die haben richtig, richtig tolle Lippenstifte, auch so einen Nude-Ton hatte ich drauf, der war echt gut und ja, dann geht's morgen früh zum Frühstück noch und dann ist es auch vorbei und dann fliege ich abends aber erst nach Hause, das heißt, ich habe noch, treffe mich noch mit einem, also ich habe noch ein Meeting nachmittags und dann abends noch mit der Marina und der Alina wieder, gehen wir uns noch was essen. Also ich bin gespannt, ich gehe jetzt schlafen, es ist wie gesagt gleich 4 Uhr, also ich bin jetzt auch mal langsam müde. Und ja, aber ich bin echt super, super dankbar, dass ich sowas mal miterleben darf und fand, es war wieder so ein schönes Event und nee, ich bin einfach glücklich. Also läuft im Moment wirklich gut, freut mich total, muss ich echt sagen und ich... Ja, naja, ich labe hier schon wieder zu viel, sind schon wieder 7 Minuten. Also ihr Lieben, ich verabschiede mich. Gute Nacht und bis morgen. Tschüss. Ich habe gestern herausgefunden, meine heißt ja Beyoncé. Wir sind hier noch im Hotel in der Lobby. Es ist einfach so ein geiles Hotel. Es ist so schön. Hier gehen nochmal Beyoncé und Madonna und so hin. Das ist irgendwie ein Hammer. Krass exklusives Hotel, also voll schön. Ich war jetzt noch in Wiener und dann gehen wir noch in die Stadt und ich schneide jetzt noch ein Video. Ich habe nämlich eine Review gemacht so für Fifty Shades of Grey und ja, könnt ihr euch dann anschauen. Die sollte dann online sein, wenn das Video online ist. Also ich verlinke es euch unten in der Infobox. So lecker, da ist auch mega ganzes Touren. Wildbrand Karamelltofu. Und passt einfach. 6 Mark. Genau, da kommt was. Also, jetzt übrigens die Marine. So, das ist so lecker. Oh mein Gott. Was ist denn das? Was ist los? Wollen wir aufstehen? Ja? Komm, steh mal auf. Kleine Maus. Hallo ihr Lieben, es ist Freitagmorgen, beziehungsweise Mittag mittlerweile. Ich bin jetzt hier gerade bei der Julia zu Hause, machen heute mal vormittags Homeoffice, weil ich mir noch ein paar Dinge erledigen musste. Dann gehen wir später noch ins Büro, wo wir nochmal ein Vorstellungsgespräch haben für eine Grafikerin, die sich bei uns bewirbt, für Oakley Journey, aber auch für Style Roulette. Das ist ganz cool, ich habe jetzt schon ein paar ganz gute Ideen für mein neues Design. Ich möchte meinen Blog ein bisschen umgestalten, ein bisschen cleaner machen, ein bisschen mehr, dass es... bisschen mehr zu mir passt irgendwie, glaube ich, weil dieses ganze Pink und Rosa ist zwar auch schön, ich mag auch meinen Header von Style Roulette sehr, mit den Palmen und dem Koffer und so weiter, aber ich glaube, es ist auch mal wieder Zeit, sich ein bisschen zu verändern und ihr habt es ja auch mitbekommen, mein Style hat sich so ein bisschen verändert, also ich glaube, gerade auf Instagram haben das viele kommentiert, dass man das merkt, dass sich mein Stil ein bisschen verändert hat und ja, das will ich dann auch dem Blog-Design ein bisschen anpassen und dass es alles ein bisschen cleaner wird. Und ich habe da ein paar ganz coole Ideen und hoffe, dass die auch umgesetzt werden können. Und da schauen wir gerade noch, dass eine Grafikerin das macht. Das haben sich auch schon echt viele bei mir beworben. Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für eure ganzen Bewerbungen. Das war so wahnsinnig schwer, da Leute rauszusuchen. Ich hoffe, ich habe mittlerweile jedem geantwortet. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dann habe ich das irgendwie überlesen. Ich habe wirklich bestimmt 200 E-Mails beantwortet. Also ich habe wirklich versucht, alle durchzulesen und auch abzusagen, wenn ich jetzt, habe jetzt eigentlich schon jemanden gefunden, also eine, die mir bei den Videos hilft oder eigentlich 2, mal schauen. Dann halt eine Grafikerin, die mir vielleicht hilft und genau, also das ist echt toll, dass ihr da so viel Hilfe angeboten habt und euch so dafür interessiert habt. Auch für Orchid Journey kamen ganz, ganz viele. Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, heute noch Vorstellungsgespräch, dann gehen wir noch zum Sport Body Pump und dann wollten wir heute Abend noch einen Film schauen, der bei den Oscars dann auch läuft. Ich weiß gar nicht welcher.
weil die Oscars sind nächste Woche und Jürgen und ich kennen noch nicht alle Filme und wir haben gesagt, okay, dann machen wir uns heute Abend einen schönen Mädelsabend und schauen nochmal ein paar Filme an. Also ich freue mich voll. Und das Wetter ist echt gut, also bis später, ihr Süßen. Tschüss. Hallo, Lieben, ich habe jetzt umgezogen. Gleich geht's ins Büro. Ich habe jetzt gerade ein Paket bekommen von The Body Shop. Ich wollte das mal kurz zeigen, weil viele hatten gesagt, dass sie es immer interessant finden, wenn ich so Pakete aufmache und so Live-Hauls mache. Deswegen dachte ich, seid ihr mal live dabei, wenn ich das hier aufmache. Es ist eine Valentinstag-Edition. Ja, morgen ist Valentinstag. Und da ich keinen Freund habe, bekomme ich zumindest immerhin schöne Geschenke von den Firmen. Das freut mich doch auch. Das ist sehr nett. Total schön eingepackt schon mal. Passend in den Farben, ja. Rot, Silber. Leute. Yeah, sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh mein Gott. Ah, cool. Oh, das ist geil. Das ist diese neue Smoky Poppy Shower Gel Edition. Also die Smoky Pow. Oh Gott, ich kann nicht reden. Poppy Seed ist ja Mohn. Oh, geil. Das riecht gut. Es riecht so frisch, so ein bisschen so passend zur Verpackung. Eigentlich riecht ziemlich genauso, wie es aussieht. Also dieses so schwarze mit... Hier ist Poppy Seed Scrub. Oh, geil, so ein Scrub ist cool. Das wollte ich eh schon immer haben. Die Body Butter. Ist auch mal geil. Und das ist immer meine Lieblings. Von denen habe ich so viele zu Hause. Von diesen ganzen Body Shop Butters. Zum Beispiel die mit Blaubeere ist auch extrem gut. Die habe ich. Die mit Peach. Die riecht auch richtig geil. Die hat mein Papa und meine Mama neulich mitgebracht. Und die ist auch so lecker. Und geil, was ist das denn hier? Smoky Poppy Bath Bombs. Oder muss ich eigentlich einen Julia schenken, weil die nimmt immer so gerne ein Bad. Das muss ich aber auch mal selber ausprobieren. Geil, das sind so richtige Kugeln. Yay, sehr cool. Boah, krass. Geil, das muss ich mir ausprobieren. Auf jeden Fall verlose ich auch zwei dieser Pakete. Da könnt ihr einfach mal auf Style Roulette gehen, auf meinem Blog. Ist eh alles unten verlinkt in der Infobox. Und ich verlose zwei dieser ganzen kompletten Pakete. Und eins habe ich mir selber ausgesucht, ja, weil ich das auch gerne testen wollte. Genau, aber ich verlose zwei Pakete. Mein Gott, hier ist echt alles dabei. Was ist hier noch? Sogar noch ein Parfüm. Ja, krass. Also wirklich, da ist alles dabei. Von Parfüm über Body Scrub, über Massageöl. Ja, sehr passend hier zum Valentinstag. Massageöl. Mhm. Passt auch sehr gut zu Shades of Grey, finde ich. Von der Packung. Geil. Genau, also wirklich alles dabei. Body Lotion, Shower Gel, Scrub und so weiter und so fort. Und ich verlose zwei dieser Komplettpakete. Und zwar müsst ihr dazu einfach nur, ganz easy, mir unter meinem Blogpost, den ich jetzt noch verfassen werde, auf Style Roulette, kommentieren. Da müsst ihr euch einfach kurz anmelden. Ihr müsst bei Blogwalk, müsst ihr euch einfach kurz, das steht auch unten, wenn ihr kommentieren wollt, einfach kurz anmelden. Ich glaube, das geht mit der E-Mail-Adresse, mit Facebook oder mit Twitter. Und ich weiß nicht, ob ihr wirklich anonym kommentieren könnt, aber ihr müsst euch dann nur ganz, ganz schnell ein Profil erstellen und einfach mit dem Namen. Also da wird jetzt nichts von euch angezeigt oder so. Aber genau, ihr müsstet euch da einfach kurz anmelden, dann kommentiert ihr unter meinem Post. Kann ich auch alles nochmal verlinken in der Infobox. Einfach kommentieren, was ihr am Valentinstag macht oder gemacht habt im Endeffekt, weil das kommt jetzt ja später online. Also sagt mir einfach, was ihr am Valentinstag gemacht habt und ja, dann habt ihr die Chance, das zu gewinnen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mir auch irgendwie hier bei YouTube folgt, mich abonniert. Ich habe bald die 30.000 geknackt. Ich freue mich voll. Ich hoffe, das klappt jetzt noch die Woche oder so. Das würde mich voll freuen. Weil mir macht YouTube im Moment so viel Spaß. Ich weiß nicht, ihr kriegt es wahrscheinlich auch mit den aktuellen Videos. Mir geht es so viel besser. Ich finde, es macht so Spaß, mit euch irgendwie auch eure Reaktion zu sehen und darauf einzugehen und dann direkt auch darauf zu reagieren. Ja, und genau. Oder bei Twitter, Instagram oder Facebook. Es gibt genug Möglichkeiten, mir zu folgen. Natürlich würde ich mich freuen, ist aber kein Muss. Also ich möchte eigentlich nur, dass ihr kommentiert, weil ich wollte auch einfach mal Danke sagen an euch und habe dann Body Shop gefragt, ob die noch zwei Pakete für euch haben und das hatten sie dann netterweise und deswegen, genau, habt ihr die Möglichkeit, zwei dieser Komplettpakete zu gewinnen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück und dann einfach auf meinem Blog kommentieren. Also, bis später. Tschüss. So, da habe ich nochmal, wir hatten jetzt gerade unser letztes Vorstellungsgespräch, war sehr gut. Ich glaube, es haben uns langsam entschieden und werden das jetzt noch besprechen und dann wird es demnächst Zuwachs im OCJ-Team geben und ich freue mich total drauf. Ich glaube, wir haben ein paar echt tolle Mädels jetzt gefunden. Und fairerweise wollte ich euch noch zeigen, was ich noch bekommen habe heute. Das hat auf mich gewartet hier von Aussie neue Produkte und von Pantene Pro-V. Bin ich sehr drauf gespannt. Die Sachen hier riechen richtig gut von Aussie. Das ist die neue Miracle Styling Miracle Edition irgendwie und
Ja, das ist auf jeden Fall. Riecht schon mal richtig gut. Und das, da bin ich drauf gespannt, weil so Pantene mag ich persönlich einfach gerne. Ich benutze den Shampoo, weil es für meine Haare gut ist. Und das ist hier so ein seidiges Feuchtigkeitsserum. Bin mal gespannt. Die Tests dazu werdet ihr auf meinem Instagram-Account finden. Also mal vorbeischauen. Da stelle ich euch auch noch vor, wenn die mir gefallen. Und ansonsten auch hier im Video ab und zu, wenn ihr sowas gerne mögt. Ansonsten, wenn ihr meint, das kommt irgendwie zu werbemäßig rüber, dann nicht. Ich, wie gesagt, ich werde dafür nicht bezahlt. Das ist jetzt, mache ich netterweise einfach mal für die Firmen, weil die Sachen mir wirklich gefallen. Beziehungsweise ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber die riechen schon mal gut. Bin gespannt. Und ich kann auch gerne mal so einen Test machen. Ich weiß, ihr habt mich öfter schon mal gefragt, dass ich mal so eine Haarroutine machen soll. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es mal unter die Kommentare. Dann kann ich das gerne mal machen. Auch mit den Produkten, die ich zugeschickt bekomme. Einfach, dass ich sagen kann, das finde ich gut, das nicht so. Ist aber auch so eine Sache bei Haaren immer, je nach Haartyp ist es natürlich anders. Also ich, meine Haare sind sehr dick und ich habe sehr viele Haare, deswegen brauche ich immer extrem viel Conditioner und Pflege zum Beispiel. Das ist bei anderen nicht so, aber genau, ich wollte es euch fairerweise nochmal zeigen, damit es auch für die Firmen. Ich will ja nicht hier die eine bevorzugen und zeigen und die andere nicht. Genau, jetzt gibt es hier Essen, ein bisschen gesunde Sachen und dann hören wir uns heute Abend oder morgen wieder. Tschüss! Jetzt machen wir eine Runde Homesport hier in unserem geilen neuen Neon-Outfits, ja. Ich fühle mich wie so ein Bonbon. Das ist von Gina Tricot, Schuhe sind von Nike, Oberteil ist von Homecomer, oder? Nee. Ist das Homecomer? Nee, auch Gina Tricot. Gina Tricot. Ist es Gina Tricot? Ja, schon, ne? So, was trägst du? Julia sieht auch gut aus. Wir haben mal Unk. Homecomer, ne? Ja. Ja. Okay, wir machen jetzt Homeworkout! Yes! Es ist übrigens schon. Muss man gucken. Es ist. Wie viel Uhr? Viertel vor zehn, wir haben noch nicht gegessen, weil wir irgendwie die ganze Zeit gearbeitet haben, müssen jetzt mal... Nicht den ganzen Tag. Nein, nicht den ganzen Tag, wir haben nur nicht Abend gegessen, weil wir hier irgendwie die ganze Zeit so arbeiten und nicht vorankommen. Okay, und ja, jetzt machen wir noch eine halbe Stunde lang unser OCJ-Trainingsguide, Trainingsplan und dann kochen wir was und dann schauen wir endlich einen Film. Und ich muss noch eine E-Mail verschicken, aber dann sind wir auch durch für heute. Also, bis bald, tschüss. Ich habe hier gerade Quinoa gemacht und zwar süßes Quinoa. Also Julia hat das Quinoa gemacht und ich habe meine Version süß gemacht, weil sie wollte es mit Popcorn essen. Sie liebt Popcorn, ja. Und bei ihr sieht aber auch geil aus, muss ich gestehen. Also was ist deine Version? Mit Popcorn, Karotten, Tomaten? Paprika, Avocado, Zitronensaft. Okay, und bei mir ist Quinoa mit Banane, so eine gematschte Banane habe ich reingetan, dann Blutorange, richtig geil und Mandelmus ist das oben drauf und Zimt und es schmeckt richtig geil, ich hätte überhaupt nicht gedacht. Und so, wenn ihr öfter so Challenge, wir haben überlegt, wir könnten mal so eine Challenge machen, sie vielleicht das Julia auf Orkney Journey Video macht und ich auf hier auf meinem Kanal. Oh, und dann könnt der ihr uns... Chili ist auch noch drin. Okay, und dann könnt ihr uns ein Thema geben. Und dann machen wir zwei Versionen. Natürlich gebe ich mir dann auch ein bisschen mehr Mühe vom Aussehen her. Und dann könnt ihr sagen, welches ihr besser findet. Ich glaube, das wäre ganz lustig. Also wenn ihr es gut findet, dann kommentiert mal unten und sagt uns, ob ihr so Challenges gut findet. Oder generell Challenges. Wir können auch mal irgendeine andere Challenge machen. Richtig? Richtig! Es ist Samstagmorgen, ja, und die Sonne scheint. Wir sehen richtig geil aus mit unseren Mützen. Wir haben gestern Abend noch richtig gut abends eine halbe Stunde Sport gemacht am Sportplatz und sehr motiviert. Gleich haben wir ausgemacht, dass wir heute Morgen joggen gehen. Ich bin jetzt dann auch echt durchgezogen, weil komm, wir gehen jetzt. Ich hätte es wahrscheinlich auch sonst vielleicht auch ehrlich gemacht, aber sehr gut. Deswegen sucht ihr immer noch eine andere Person, weil zu zweit zieht es halt echt immer durch. Ja, das hier sind unsere Outfits passend hier. Wir sind heute im Twin-Look. Und jetzt geht es eine kleine Runde. Ich denke mal so 5 Kilometer, eine halbe Stunde, irgendwie sowas. Und es ist ganz schön kalt, deswegen müssen wir uns jetzt hier verpacken und
Es geht los. Das ist ein Österreicher. Wie sagt man? Gemischtes Salat. Voll cool in Österreich. Man kriegt man beim gemischten Salat Chicken Zeug und so, Kartoffelsalat. Was ist da noch drin? Krautsalat ist immer. Krautsalat, Gurken, Tomaten und Salat. Normaler Salat. Und da sind anscheinend so. Ja, richtig cool. Und das schmeckt richtig lecker. Das sind gebacken. Ja, ist jetzt mal. Das sieht sehr gut aus. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag und somit endet mein aktuelles Luisas Live-Video. Ich wollte euch zum Abschluss noch ganz, ganz wichtig was erzählen. Und zwar machen wir nächsten Samstag, das heißt, das ist der, ich glaube, 21, muss ich kurz nachschauen. Also am 21. Februar von 14 bis 17 Uhr ein Meet and Greet in Wien. Und zwar wird es in Wien in der Juice Factory stattfinden und die ist am Schottenplatz oder so, wurde mir gesagt. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber ich denke mal, ihr werdet wissen, wo das ist, falls ihr aus Wien kommt. Also ganz wichtig, The Juice Factory am Schottenplatz, 14 bis 17 Uhr. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ein paar von euch vorbeikommen. Also ich mache das mit Julia zusammen. Von Arcane Journey, das heißt, wenn ihr irgendwie jetzt auch mal Julia kennenlernen wollt, DJ Rocks oder eben was von Arcane Journey erfahren wollt, dann kommt gerne vorbei oder wenn ihr mich treffen wollt oder einfach nur neugierig seid, ich weiß es nicht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, euch zu treffen. Oh Gott, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich bin bei sowas immer ein bisschen schüchtern, ehrlich gesagt. Haben vielleicht auch schon welche gemerkt, die mich in echt kennengelernt haben, dass ich in echt doch manchmal ein bisschen schüchtern bin, was man vielleicht gar nicht so denkt, aber ich freue mich total, wenn ihr kommt. Genau, und einfach reden wollt, Bilder machen wollt, keine Ahnung, ein bisschen schnacken und dann, ja, würde ich mich sehr, sehr freuen, euch nächste Woche zu sehen. Also nächsten Samstag, 21. Februar, Meet and Greet in Wien. Und wenn das gut ankommt und ihr das irgendwie gerne wollt, dann könnt ihr auch natürlich gerne mal kommentieren jetzt in den Kommentaren, wo ihr so herkommt, also wo viele Leute herkommen, wo ihr euch noch ein anderes Meet and Greet wünschen würdet. Vielleicht kann ich noch mal eins in Hamburg machen, wenn ich jetzt Anfang März nochmal in Hamburg bin. Genau, das wäre vielleicht auch ganz cool. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich, bin gespannt und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss.